So, Freunde, es geht wieder weiter. Ich habe hier die Eisfläche easy abgeschlossen. Natürlich wieder alle 5 Eierchen mit dazu genommen. Und dann geht es auf zur nächsten. Wir haben noch 6 Tage übrig. 6 mal 15. Wir haben aber 90 Eier, die wir maximal noch bekommen können. Ich denke, das kriegen wir hin, oder? Zum Sonderpreis. Ich würde gerne wissen, was das ist. Aber ich lasse mich überraschen und möchte mich nicht spoilern lassen. Wir haben noch eine Mission offen. Was habe ich eigentlich gerade als Spezial aus? Das ist immer eine Affenpionier, müsste aber noch sein. Dann machen wir mal die letzte Mission. Ah, nee, nicht die, oder? Okay, ist relativ einfach. Ist trotzdem relativ einfach. Wir schaffen sie auf unplatzbar. Ist überhaupt kein Problem. Ach, die kommen ja von 2 Seiten. So eine Scheiße aber auch. Ach. Ich glaube, hier muss ich kapitulieren und erstmal. Oder muss ich? Muss ich eigentlich gar nicht. Komm, sei nicht so eine Pussy, ey. Ach, Mann, oh. Wenn ich ein Dings habe, ein Flugzeug, dann bin ich total easy, zufrieden. Aber bis dahin dauert es ja auch ewig und ich habe nur ein Leben. Nee, Leute, sorry, aber ich glaube, das kann ich jetzt nicht auf den Platz mal machen. So, erstmal. Ach, warte. Ich wollte gar nicht das, ich wollte das, hä? Jetzt ist mein Sound wieder so leise. So, übrigens habe ich hier 75.000 Dingensten platzen lassen, ne? Kein Ding. Und damit habe ich einen Klebstoffschützen, einen U-Boot und ja, bekommen. Ich werde es auch schwer machen. Ich denke, schwer ist erstmal schwer genug dafür, dass ich die Fortgeschrittene kaum angefasst habe, die ganzen Missionen. Und selbst hier immer nur in Bronze gespielt habe, also hier leicht. Die habe ich gar nicht gespielt. Die habe ich schon in Mittel geschafft. Okay, und ich würde sagen, das werden wir uns auf schwer antun. Ich glaube, das sollten wir hinkriegen. Schwer sollten wir hinkriegen. Dinger kosten jetzt auch wesentlich weniger. Ein Magieraffen. Ah, ist echt nicht einfach, ey. Wir machen das mal so hier. Jetzt kommen sie halt von oben und unten, ja, aber die werden halt dann auf der anderen Seite wieder zerstört. Bam, 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 bam. Okay, nee, doch nicht. 515, nein, 510. Okay, aber trotzdem kein Problem. Jetzt haben wir die Wachkanonen. Jetzt auf jeden Fall schon mal auf der oberen Seite. Kein Problem. Ich werde einen Helikopter bauen diesmal. Wobei ich gerade auf der Map gemerkt habe, dass der Helikopter auch teilweise seine Schwächen hat. Und auf jeden Fall nicht so stark ist. Wie? Na, aber er ist auch ziemlich stark. Übrigens ist der gleiche Bug bei den Hubschraubern vorhanden. Er ist auch stark, extrem stark. Aber ich weiß nicht, wer stärker ist von beiden. Ob die Spukgestalt oder der Apachen-Wurfpfeil-Schiff stärker ist. So, ich muss irgendwo noch. Ach, hier unten kann ich 2 Bananenplantagen hinsetzen. Dann kann ich ja auch super mit dem Bananenbauer so ein bisschen die Dinger zurückdrücken. Wobei es auch ungünstig ist. Ich sollte das nicht machen. Ich sollte die woanders hinsetzen, die Bananenplantagen. Aber egal, wir warten jetzt erstmal ein paar Ründchen noch ab. Bis zur Runde 25 wissen wir ja, können wir ja 3 Bananenplantagen bauen. Und ja. Leben, das ist auf jeden Fall erstmal eine ganze Menge. Damit kann ich eine ganze. Ach so, stimmt, die kosten ja noch 1080. Ist ja gar nicht so teuer. So, wir machen es auf jeden Fall hier hin. Machen wir so einen hier hin. Und dann kann er da hinten so ein bisschen die Bananenschalen wegstoßen. Da. In die Mitte wird kommen ein Affendorf, ein Apachen-Wurfpfeilschiff und eventuell eine Spukgestalt. Mal gucken. Hier denke ich, werde ich aber definitiv auf die Sauger ausweichen müssen. Aus dem Grund, dass einfach hier so wenig Spielraum oder so wenig Fläche ist. Guck mal, ach so, die bleiben im inneren Kreis. In der inneren Spur. Weil einfach so wenig Fläche ist, wo die Dinger einfach so easy durchkommen. Also da denke ich mal, werde ich definitiv auf die Sauger bauen müssen. Das ist schon wichtig. Das ist irgendwie ungünstig. Müssen gleich mal einen neuen. Ne, das ist ungünstig, genauso. Ich habe da unten halt noch nichts. Wir könnten. Tja, was kann man da unten hinsetzen? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall. Es ist total scheiße. Interessant, dass er gerade einen angreifen konnte, jetzt aber nicht mehr. Achso, die sind natürlich angegriffen worden, als sie geflogen sind. Alter. Wo geht der hin? Okay. Kein Problem, kein Problem. Boah, nervt der. Holy shit.
Was können wir da hinsetzen? Affenlehrling? Setzen wir mal einen Affenlehrling her, würde ich sagen. So ein bisschen, bisschen Bloons kaputt machen, der hier. Der, ich habe hier sowieso kostenlos, also kein Ding. Der kann auch schon mal ein bisschen was kaputt machen. Und wenn welche zurückkommen, gut, macht er sie halt weiter kaputt. Ist ja überhaupt kein Problem. Wollte ich drei bauen oder wollte ich nur zwei bauen? Naja, passt da nicht mehr so wirklich hin. Wir können die auf jeden Fall aufrüsten, die Bananenplantagen. Bam, ja. Jetzt macht er nicht so viel Schaden, dass er die Regroups kaputt machen kann. Vielleicht sollte ich ihn noch ein bisschen verbessern. Aber vielleicht sollte ich auch erstmal ihn verbessern. Schneller Pionier, damit hier über ein bisschen mehr Kanonen hingesetzt werden. Aber auf jeden Fall muss der Bereich halt erhöht werden. Hier, der Bereich. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Bis wir erstmal den Reinigungsschaum machen müssen. Nicht gerade langsam, einige Bloons, ey. Die gelben sind so unglaublich rasant. Das ist unfassbar. Und jetzt kommen hier schon wieder schwarze. Wenn wir hier gleich noch die Bananendings aufbauen. Bananenplantage, wunderbar. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal eine solide Geldbasis. Wollen wir eine Affenbank draus machen? Wollen wir wieder eine Affenbank benutzen? Ich weiß es nicht. Wollen schon wieder Geld, nur schon wieder weiße Bloons. Ich finde die Banane so witzig. Kann einfach so viel machen. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Der war knapp. Der kam sogar wirklich mal durch, ja, beim... Da kam wirklich einer durch. Muss man natürlich aufpassen. Vielleicht sollte man erstmal ein Affendörfchen hinsetzen. So. Servicebereich erstmal. Damit wir weiter weg die Dinger schmeißen können. Die Kanonen, wunderbar. Jetzt ist da unten auf der anderen Seite mal eine. Freut mich, ja. Also ich muss sagen, es ist nicht ganz so einfach. Das ist eine unglaublich kurze Map und ich sehe teilweise nicht durch, wann hier mal irgendwas kommt, weißt du? Hier muss ich auf jeden Fall noch einen zweiten entsetzen. Reinigungsschaum ist gleich wichtig. Oh, Affenfestung. Reinigungsschaum, wir werden erstmal zwei Reinigungsschaume setzen müssen. Um hier die ganzen... Kamo-Bloons dann zu entdecken, sollten welche kommen. Aber ich bin schon mal ganz gut, ja, ja, so. Das sieht schon mal ganz gut aus. Zwei Affenpionier mit sehr, sehr vielen Türmchen. Und wir werden gleich mal, ja, was machen wir gleich mal? Affendurchfahrer, Darscanner ist eigentlich erstmal wichtiger, finde ich. Und jetzt machen wir gleich den Heli. Und der wird dann ausgebaut auf das Apache-Wofair-Schiff. Ne, ist erstmal wichtig, die Tarnbloons zu sehen. Die rutschen mir ein bisschen zu schnell durch. Okay, warte, das Affenleuchtfeuer. Mach ein bisschen die Range erhöhen. Damit ich weiß, wo ich ihn maximal hinsetzen kann. So, wir machen erstmal ganz kurz verfolgen, solange wie er. Ich werde ihn mal hier vorne einfach stehen lassen. Solange wie er noch kein Verfolgen hat, aber jetzt hat er Verfolgen, wunderbar. Größere Düsen zum schneller Fliegen. Und ja, der Heli macht auf jeden Fall extrem, ihr seht aber hier der gleiche Bug wie, also ich weiß nicht, irgendwie haben die bei den Flugkörpern gerade ein bisschen, oder bei den Flugeinheiten ein bisschen das Problem. Rotierende Messer, das ist eigentlich egal, weil meine roten die eh sowieso kaputt machen können. Blumenfalle, glaube ich, werde ich hier sogar auch nicht benutzen. Das Risiko ist einfach zu hoch, dass sie jedes Mal auf die untere Line schießen, dass mir einfach überhaupt nichts bringt. Ich versuche es ohne, ich habe auch, es ist ja auch nicht um Platz, das ist ja nicht so schwierig. Vielleicht doch rotierende Messer auf meinen Heli. Ja, muss ich sowieso machen. Mein Apache-Wurfschiff 17.000. Wunderbar, der zerstört die auf jeden Fall schon mal super. Die Lieblings. Tja. Und da sind Keramiks. Er geht glücklicherweise immer auf den ersten, das ist gut. Ist wirklich gut und da haben wir wieder ein Keramik zerstört. Müssten wir in diesem Modus nicht sogar die letzte Mission erfüllen können mit den Keramiks? Ich glaube schon. Es fehlen nur noch 6000, ja. Ja, damit her mit der Kohle. 5000. Oh ja, das Affendorf ist schon ziemlich geil und da sind ganz viele Keramiks, die natürlich auch wieder zurückgestoßen werden. Das ist sehr praktisch. Ich finde, der Bananenbau hat uns echt perfekt gesetzt. Wir können am Anfang erstmal die ganzen Luschengegner besiegt werden und dann später
wenn sie ja wirklich mal weiterkommen sollten, dann werden sie zurückgestoßen wieder. So, wir brauchen nur noch wenige Dollarchens. Da haben wir sie. Bam. Wie schnell einfach alles zerstört. Schade, es ist echt doof, dass die Popcorns nicht angezeigt werden. Ich würde das echt gerne, ehrlich gesagt, echt gerne wissen. Allerdings